Herzlich willkommen zu meiner Fahrradkarte in Thüringen. Danke schon mal fürs Reinschauen, Abonnieren und fürs Liken. Wir fahren jetzt weiter. Wir machen den Überführungskurs für Feldnummer 48 und 49. Damit wir bei der Ernte näher schnell vorankommen. Wir lassen den Überführungskurs mit Kurslee fahren. Wenn Autodrive klappt, dann können wir ja auch recht nehmen. Aber ansonsten erstmal diese Variante. Für den Fall des Falles, ne? Hier vorne links habe ich ein bisschen probiert mit Terraforming. Das ging ein bisschen schief. Können wir gleich mal anschauen. Im Dunkeln war das ein bisschen schlecht zu sehen. Wo man von hier schaut. Geht's eigentlich. Also die Straße ist jetzt entsprechend weg. Man kann ein bisschen was angleichen. Machen wir gleich. Jetzt modulieren, das wollen wir nicht. Ne, absenken. Angleichen. Das heißt angleichen, wir müssen hier mal ein bisschen leicht tiefer holen. Aber nur leicht. Da vorne die Straße sehen. Wenn man die Straße sieht, ist schon zu erkennen. Aha. So weit wollte ich nicht gehen. Hier ein bisschen noch wegnehmen. Gut. So kann es bleiben. Das sieht zwar bombastisch aus, aber ja. Hier wollen wir immer nicht hin, wir wollen dann die Kurve nehmen hier vorne mit Kursblech. Und wenn da hier vorne eine böse Kante ist von gefühlten halben Meter, dann ist das für jeden Traktor schlecht. Gut, halb Meter vielleicht betrieben. Aber wenn man in die andere Richtung fährt, ist es sofort ungünstig. Und so ist das Problem erstmal gelöst. Ich muss staunen, dass ich Straße nicht kaufen musste. Aber das macht nichts. Die hätten wir auch hingekriegt. Meine Straße hat mir das Geld in gut geschrieben. Straße gekauft. Entsprechend angeglichen und dann entsprechend wieder verkauft. Ne? Und dann das Geld wieder weggeschrieben. Kein Thema. Es geht eigentlich relativ einfach zu machen. Im Autosave kann man das ganz gut einstellen. Ja, sind wir gefahren von hier. Das ist schlecht. Weil das ist ganz schlecht. Hier heißt es Einbahnstraße für mich. Das bedeutet, ja, das ist hier ganz schlecht. Wir müssen da vorne, wo ich Terraforming gemacht habe, abbiegen. Das heißt, bis dahin will man den Kurs wieder löschen. Ich fahre jetzt mal zurück. Wir müssen den Kurs nicht neu anfahren, sondern nur die Punkte entsprechend wieder entfernen. Denn wenn ich hier mit zwei Fahrzeugen fahre und die kommen sich entgegen, die Stück da vorne kommen sich entgegen, ist es dann nicht lustig, Anführungszeichen. Ne? Schlecht. Jedenfalls für Kursbefahrer. Und ich kriege dauernd die Meldung, Fahrzeuge machen Probleme. Das ist dann eher auf Dauer nicht lustig. Deswegen fahren wir von vorne an. Und zwar von hier. Wir müssen ein bisschen zurückfahren. Nur ein bisschen. So, jetzt löschen die Punkte zurück. Müssen wir die Punkte vor uns nicht mehr sehen. Das kann ein bisschen dauern, wir haben nicht viel gefahren.
aber anders geht's nicht. Später kommen dann die nur Probleme. So, Pause Ende, jetzt fahren wir weiter. Natürlich links rum, so wie der andere Kurs auch die Richtung fährt. Da ist die Gefahr eines überhaupten Fahrens ein bisschen geringer, als wenn die jetzt im Gegensatz kommen. Da nämlich zwei fahren und dann hast du, dann kommen die entgegen und das ist immer richtig ungünstig. Wenn du richtig viel Erntegut hast, dann hast du drei Fahrzeuge unterwegs und dann ist das, je weiter weg es ist, umso mehr Fahrzeuge musst du haben, die entsprechend auch wegfahren. Und das mag halt nicht, wenn die sich dauernd begegnen und dann die Fehlermeldung kommt und da kommst du ja nicht voran. An der Kurs der Fahrer kann nichts dafür, man ist direkt eingefahren. Man sollte die Kurse so einfahren, dass man möglichst nicht kreuzen und dann sich entsprechend, wenn Straße breit genug ist, dann kann man das auch machen. Aber hier sind die zu eng. Und entsprechend anpassen. Und das kann man auch machen und dann ist vorher vorsorgt, dann kann man hinterher keine Probleme kriegen. Und Trecker ist besser zum Einfahren. Das ist nicht so wie der LKW. Der LKW, wenn du zu schnell gefahren bist, dann tanzt du aus der Reihe. Dann ist das schlecht für Kurzbild einfahren. Ne? Also von daher ist das hier ein Traktor besser. Und da haben genug Fahrzeuge, die das dementsprechend machen können. Auch mit Hänger haben wir genug. Wir haben noch die kleinen Hänger mit, aber nicht nach dem Namen, fällt mir gerade nicht ein, aber wir haben noch zwei kleine mittlere Hänger und das geht ganz gut hier. Wir können mit locker zwei Felder parallel machen oder drei. Hier zwei Maschinen auf Hafer und eine Maschine oder zwei auf Weizen. Oder einer auf Weizen und der andere auf, ja, das sind ja auch noch Weizen. Und, ja, das geht. Jetzt ist ja auch hell, das fährt sich ein bisschen besser als im Dunkeln. Aber mit Ernte kann man nicht beginnen, das ist ein Problem. Zum Glück ist noch nie reif, von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Also ich hätte mal BGH wird ungefähr 50.000 Gewinn machen, wenn man mit Silage kaufen sollte. Und ganz grob. Also 50.000 Gewinn kann man locker einplanen. Kann man machen, ja. Muss es nur einfüllen, ne? Da der grüne Hänger steht bis im Weg, den werden wir näher entfernen. Den Krone. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr am Rand kommen und die Kurve nicht zu eng fahren. Ich wollte den Silo erst in der Mitte einstellen, aber das funktioniert dann so oder nicht. Ne? Also dann ist es doch ein bisschen zu eng. Ja, tanken wollen wir nicht. Reparieren, naja, müssten wir auch nicht. Man muss nicht alles reparieren, aber der Tank sollte nicht leer sein. Ne? So, man merkt den anderen Kurs, der hat keinen Namen hat, der ist für Feld 60 und der ist für Feld 41, 48, 49. Das ist ein ganz groben. Man kann auch zur Not auf dem Feld Nummer 42 nehmen. Man muss noch halt ein bisschen weiter fahren. Aber bei Soja ist an sich kein Problem. Das ist, wie soll ich sagen? Es gibt nicht so viel Soja, ne? Das geht's eigentlich. Wenn der Überladewagen 70.000 Liter hast, dann fährst du am Feld vielleicht ein oder zwei Mal weg. Und dann bist du damit durch. Aber die Soja wird zum Schluss warm, fertig. Von daher ist, kein Problem.
Hier bei den Kurven muss auch aufpassen. Da nicht so schnell fahren. Wenn wir auch noch ausgleichen können. Der Kursfahrer kann das nicht. Der macht meistens Mist hinterher. Vor allem wenn der Hänger auch mal voll sein sollte. Also der in dem Fall sehr leer, fährt er zurück. Aber es ist besser, wenn man die Kurven nicht zu schnell einfährt. Lieber ein Fahrzeug mehr fahren als allzu wenig. Als wenn wir nur ein fahren lassen würden, der zu schnell fährt. Dann muss man ständig eingreifen und korrigieren. So haben wir. So, da sind wir schon an der Ecke. So. Ende. So, Überführungsboot. Ja, so haben wir es gefallen. Machen wir gleich kürzer. Machen wir Felder 41, 48, 49. Hof Silo. Speichern. Den können wir noch stehen lassen, weil den brauchen wir sowieso nachher. Jetzt fahren wir gleich die Drescher drin. Tja, Drescher hat 0,01 Schaden, also ach hey, der Scheibenwischer. Das ist aber dem normal, das ist ein optischer Fehler. Sonst arbeiten die ganz in Ordnung. Ordentlich. Vielleicht werde ich mal immer noch ein Glas kaufen, zwei Stück, zwei Fenster kaufen, zwei Glas kaufen. Aber aktuell macht das finanziell keinen Sinn, weil wir es nicht leisten können. Aber später sicherlich. Nur zu sagen, wir haben einen gehabt. Wenn man das Paket hier zulegt, dann kann man es auch nutzen, ne? Oder sollte man das nutzen. Sonst kann man es sich auch sparen, das Paket zu kaufen. Und wie gesagt, man kann mit Standardpaket, also Standardgerät alles machen hier, ne? Man muss kein DLC kaufen oder Mods haben, ne? Das muss man nicht. Das ist alles, was hier zur Verfügung steht, machbar. Gut, wenn man Multifrucht macht zum Beispiel, dann brauchst du separate Geräte, die das können. Es sei denn, man ist in der Lage, das selber zu schreiben. Ich kann es nicht. Von daher bin ich auf Mods angewiesen. Als ich eine Multifruchtkarte spielen will, muss ich auch entsprechend diese Mods finden für diese speziellen Früchte. Hier sind keine Multifrüchte drauf, hier ist nur Standard. Also ist nur was zu tun. Ne? Also für mich ist Dinkel oder Hafer oder Weizen, das ist in dem Augenblick ein optisch egal, ne? Also man hat nur eine größere Auswahl beim Verkauf nachher, weil man je weniger Ware man hat, umso besser sind die Preise, sag ich mal so, ne? Aber hier geht's auch. Das wusste ich vorher, dass entsprechend keine Multifrüchte vorgesehen sind. Also hier wird mehr Wert auf die Landschaft gelegt. Und Karte. Er hat sich die Karte im Prinzip von seiner Region aus Google Maps mehr oder weniger rauskopiert. Was in echt auch vorhanden ist. Und das finde ich eigentlich so im Grunde perfekt. Man kann nicht alles übernehmen, das geht ja manchmal nicht, ne? Weil das nicht, einfach nicht geht. Aber viele Sachen kann man halt übernehmen. Ne? Ja, den haben wir für Feld 48 oder 49, ist egal. Die sind beide für Getreide ausgelegt. Also die Drescher allgemein. Und für Mais, da muss ich mir dann Hexer besorgen. Ne?
Aber da brauche ich wiederum extra andere Fahrzeuge. Mal sehen, ob ich da Anhänger mir besorge, die für ja besser handbar sind, sagen wir so. Weil ich will ja da ein Silo rechts nutzen und da hoffe ich mal, dass da nichts verpackt ist. Ne? Wenn da was verpackt ist, werden wir feststellen. Ne? Also es könnte durchaus so sein, dass Mais irgendwie in der Wand verklebt und das ist dann ungünstig. Wenn das der Fall sein sollte, müsste man für später mal eine andere Variante wählen. Ne? Also trockene Äste. Da auch. Da muss man halt andere Silos verwenden, die nicht verpackt sind. Ne? Um halt eine Fläche anderweitig herrichten und entsprechend besser ein Silo hinstellt. Ne? Ja, man erinnert sich hier vorne in der Kurve so ein bisschen besser, wenn man von innen anschaut. Uhrzeit 16. Ja. Zeit vergeht auch wirklich schnell. Wie gesagt, heute, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen ich jetzt gemacht habe. Ich wollte noch zum Schluss 7 Folgen machen. Morgen, Montag, Vormittag, könnt ihr mir noch vorstellen, so 3-4 Folgen zu bearbeiten. Muss ich aber nicht, ich kann das natürlich auch abends machen, ne? Auch ab der Schicht. Ich zähle nochmal auf 3-4 Stunden. Naja, nee, 3-4 Stunden stimmt nicht. Vielleicht 2. So. Das kann man nämlich schön machen, nebenbei ein Video schauen. So, mal gucken, wo unser Mais an, wie hoch er ist. Der Mais sieht gut aus. Im Wachstum. Hm? Aber ich denke mal, wir können mit dem Hexen. Wir schauen mal nach. Das machen wir in der nächsten Folge. So, liebe Show, das soll es heute gewesen sein. Gehört dir, richtig. Wo weiter das? Ja. Ich sag mal Tschüss und den Winkel. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren. Dann schaue ich mal, dass ich in der nächsten Folge gleich beginne mit Maschinen kaufen für oder Leinen für Maishäcksel. Für eine einigermaßen großen Session. Stress pur, sag mal so, ne? Hoffe, die Glas holen das Geld noch ein. Dann seid mal Tschüss und den Winkel, ciao. Bis zur nächsten Folge vielleicht. Mal sehen. Seid ihr da? Ich ja. Na, Quatsch. Hier geht's aus.